Moinsen! Ja, herzlich willkommen zu Car Mechanic Simulator 2018. Für heute ist es meine letzte Aufnahme, die ich heute mache, weil ich gleich auf einen Geburtstag muss, beziehungsweise aufs Geburtstagsessen von der Oma meiner Freundin. Und deswegen habe ich nur noch Zeit, eine Folge aufzunehmen, aber das ist auch nicht schlimm. Ich habe ja jetzt noch genug Zeit. Es ist Freitag und das Wochenende steht vor der Tür, also kann ich da noch was aufnehmen. Wir wollen aber keine Zeit verlieren, sondern einfach mal direkt anfangen. Was haben wir hier oben? Motorsteuerung und Filter. Defekte Teile des Fahrwerks. Motor. Filter. Ich glaube, wir machen mal den Bentley Continental GT, würde ich vorschlagen. Hallo? Ah, danke. Ach komm schon! Das kann doch nicht sein! Die letzte Folge hieß schon schmuddelige PS-Prolle. Aber das setzt im Grunde. Wie kann man denn ein Bentley Continental so verschandeln? Das ist alles. Ich glaube, in dem Spiel soll das Dreck sein. Es sieht aus wie Rost. Schrecklich. So, was braucht der Wagen? Luftfilter W12, Ölfilter W12, Kraftstofffilter. Ja. So, Luftfilter W12 war zweimal, ne? Wo haben wir denn? Öl, achso, das haben wir ja alles. Kraftstofffilter und Ölfilter W12. Aber Bentley alles ein bisschen teurer. So. Öl ablassen, mal sehen wie viel drin ist. Kaum was, okay. Muss ich hier unten dran, um den Ölfilter abzumachen? Nee. So. Komme ich hier wieder dran. Filterdeckel. Ach, komm schon. Ernsthaft. Ich glaube, kein Besitzer eines Bentleys würde. Da kann man sich echt teilweise nur über dieses Spiel aufregen, ne? Naja. Was soll man sagen? Einfach gar nichts. Aber es macht so Spaß, sich darüber aufzuregen, wisst ihr? Ach ja. So, dann der Kraftstofffilter noch dran. Ups. Und Öl muss ich nachfüllen. So! Und schon dürfte der Wagen fertig sein, theoretisch. Ja, würde ich sehen. $1000 kriege ich dafür. Perfekt. 5 Barracuda, es ist spät. Maserati Gran Turismo S wieder. Oh, die Willys Civilian. Bremsproblem. Das ist ja langweilig. Machen wir doch mal den Auftrag annehmen und das Bremsproblem beheben. Ja. Ist ja süß. Kannst euch bewegen auf die Hebebühne, bitte. So. Denn hier? Kann man denn hier schon mal was Schönes sehen? Okay. Wollen wir doch einfach mal vorne hier starten.
gucken uns das Ganze mal an, ne? Ich könnte ja vorher mal bei einer anderen Sache gucken, was überhaupt ist. Bremstrommel und Radbremszylinder. Sieht noch gut aus. Also das ist jetzt nichts sonderlich Interessantes, was kaputt ist. Die sieht auch für die Verhältnisse noch gut aus, was der für Ansprüche hat. Bestimmt hier. Oder beim letzten natürlich. Genau, mein Glück. Nee, das dürfte sein. Aber der hier, der ist noch gut genug dafür. Also sind die Fehler hinten allesamt. Der wird nicht mehr gut sein. Genau, und das sind die einzigen beiden, ne? Bremstrommel und Radbremszylinder. Okay. Bremstrommel da und der Radbremszylinder da. Hallo. Ach da. Da halt da einen neuen, das ist glaube ich jetzt nicht so wild. Haben wir alle die gleiche Größe? Oh, ich hoffe es. Muss ich hier nur den gleichen dran setzen wie auf der anderen Seite? Bremszylinder, Bremsbacken, Trommel und wegen so 205, 75, 16. Ja, alles die gleichen. Nice. So, wir machen jetzt noch einen Zwischenauftrag, bevor wir an den nächsten Kampagnenauftrag gehen. Und ich hoffe, dass wir bald genug Geld haben, um uns wirklich ein komplettes Fahrzeug vom Schrottplatz oder sowas finanzieren zu können. Dafür sollten wir nach Möglichkeit nur erstmal eine zweite Hebebühne haben, denke ich. Damit wir dann auch genug Platz haben und immer mal zwischendurch wieder hier an so einem weiter basteln können. Dann, wenn wir genug Geld haben, dann immer mal an dem anderen Fahrzeug. $39 gehabt, das Ganze. Stark. Ihr wisst, was ich meine, ne? So, was haben wir hier? Der Wagen holpert auf unebener Straße. Habe ich jetzt keine Wechsel von Hané? Ja. Nehmen wir den. Das ist aus dem Steam Workshop. Ach du Scheiße. Nein, diesmal sage ich einfach nichts. Erste Hebebühne. Der sieht gut aus, der Wagen, ne? Aber nicht so rostschmuddelig. So, was haben wir denn hier? Was muss denn ausgewechselt werden? So ziemlich alles. Hinten auch. Hinten scheint alles tatsächlich glatt zu sein. So, gut. Wir müssen den noch nicht mal hochfahren. Wir kommen überall dran scheinbar. Muss ich gleich mal gucken, was er alles haben möchte. Also auf jeden Fall, das Lenkgetriebe ist auch kaputt. Ah, doch, ich muss ihn hochfahren, weil wir ansonsten, wie es scheint, nicht an den Stabilisator drankommen. Gut, das ist jetzt mal das geringste Problem. Aber das brauche ich auch fürs Lenkgetriebe. Aber wie gesagt, no problem, das machen wir doch. So. Dobby.
denke, dass wir dann alles haben sollten. Oh, zwei große Gummilagerbuchsen sind auch kaputt. Nur... was für welche? Die? Nicht so kaputt aus. Der aber, die hier schon. Vielleicht noch die Querlenker ausbauen und gucken. Jo, da war der andere. Teil zum Inventar hinzugefügte Scheunenkarte? Wo ich die jetzt hergekriegt? Na gut. Okay, dürfte jetzt alles haben. Zweimal Gummilager. Achso, den können wir erstmal auseinandernehmen. Davon ist alles kaputt. Lohnt sich nicht. Also, wirklich. McPherson, Domlager und Feder. Und McPherson. Gummilagerbuchse groß, zwei Stück. Spurstangenkopf und Spurstange. Spurstangenkopf, Spurstange. Radnabe VA. Vorderachse. Habe ich Stabilisator VA Typ A. Oh. Ups. Stabilisator VA Typ A. Okay, habe ich einen Fehler gemacht, weil hier geht's noch weiter. Lenkgetriebe natürlich. Koppelstange VA Typ A. VA und das Lenkgetriebe. Und dann dürfte das sein. So, welche? Ah, das ist gut. Das muss ich abnehmen. Und die Koppelstange. Warte mal. Oh ja, eingesetzt. Das wieder dran. Dann haben wir die Hinterachse nämlich schon mal fertig. So, Gummilagerbuchsen können wir schon mal reinsetzen. Getriebe, Spurstange, zusammen mit dem Spurstangenkopf, Stabilisator natürlich, oh, den Stoßdämpfer habe ich ganz vergessen zusammenzubauen. Aber das machen wir doch einfach jetzt mal. Manchmal ist das echt ein bisschen schwierig, dieses Handling hier von der Kameraführung. Wir gleich stimmen wieder die Radgröße nicht.
Warte mal. Ich hab doch die Radnabe. Oh. Gehabt. Der Seite kaputt oder auf der anderen Seite? Sieht mir sehr auch nach der Seite aus. Also das ganz. Nein! Oh, ich hätte fast das da vorne Lüfter abgenommen. Das hätte ich nicht geholt. Radnabendeckel. Da haben wir sie doch. Oh, erstmal das Radlager noch rausnehmen. Jetzt aber. Und wieder dran damit. Und dann brauchen wir nur noch beide Felgen dran machen, beide Reifen, besser gesagt, und dann ist der Auftrag abgeschlossen. So, und seid ihr zufrieden? Denke doch, ne? Ja, perfekt. Und wir haben noch eine Kiste bekommen, die öffnen wir gleich mal erstmal, aber... Teile verkaufen. Ah, mich hier auch verkaufen. So, was kriegen wir Schönes? Wir bekommen wieder eine Scheunenkarte hier drüben. Das dürfte ein Getriebe sein. Oder Motor? Getriebe. Eine Kurbelbelohnung. Sehr schön. Die benutzen wir gleich. Oh, der überschreibt das nicht. Eine. Ah, ne. Drei Scheunen. Perfekt. Und zu guter Letzt, wie wir es kennen, werden wir jetzt noch einen Auftrag machen. Nämlich den hier. Für den Kunden Herrn F. Giesbrecht. Ich habe dieses Fahrzeug von einem Bekannten erworben, der schnell an Geld kommen musste. Er versicherte mir, dass dieses Auto fahrtauglich ist, aber es ist kaum möglich, damit auf unebenen Straßen zu fahren. Mal zieht es nach rechts und mal nach links. Dasselbe Problem habe ich auch beim Bremsen. Können Sie bitte nachsehen und das Auto reparieren? Aber natürlich! Das ist zwar kein schönes Auto, aber wenn du das gerne repariert haben möchtest, mach das gerne für dich. Ach. Warte mal, habe ich eine Ersatzteilliste? Nein, das ist alles... zum Herausfinden. Bauen wir den nochmal nach ganz oben. Müssen wir im Endeffekt wahrscheinlich sowieso wieder. Vorderachsträger sieht komplett kaputt aus. Bin ich immer gespannt. Hier. Die komplette Vorderachse ist mehr oder weniger hinüber, würde ich jetzt mal so behaupten. Nehmen jetzt mal die komplette Vorderachse auseinander. Uff, das ist besser. Anstatt hier irgendwie zu stückeln oder nur Teile davon zu entfernen. Ja, ich denke mal, da wird einiges zu tun sein. Und wie gesagt, nur die Vorderachse betreffen. Und ich vermute ja mal, es wird überaus teuer werden. Das ist ja wirklich jetzt ohne Witz. Es ist ja alles. Es ist wirklich alles an diesem Automarsch vorne. Was zumindest das Fahrwerk angeht. Der Lenker. Ja, und das Gute ist halt wirklich, ich kann wieder bei einigen Sachen einfach eine größere Menge kaufen. Weil es das gleiche ist. Weil es auf beiden Seiten identisch ist. Leute, kommt mir das nur so vor oder ruckelt das Video und ich habe schlechte Frames? Also mir wird angezeigt, dass ich mit 60 Frames aufnehme. Sagt mir mal bitte Bescheid, ob das auch wirklich so ist. Weil es sieht gerade hier bei OBS so aus, als ob das ordentlich am Ruckeln ist und definitiv nicht mit 60 Frames aufnimmt. Ich werde das nochmal überprüfen. Muss dann mal gegebenenfalls
ein paar Umstellungen machen. So, habe ich jetzt schon alles? Nee, habe ich noch nicht. Hinterachse, Freunde, würde ich jetzt mal so behaupten, ne? Jo, bremsen. Wenn jetzt nur die Bremsen hinten sind, geht's schnell. Sieht aber gut aus, dass es tatsächlich nur die Bremse und die Steckachse ist. Wollen wir doch mal gucken. Jetzt alles. Nein, es fehlen immer noch zwei Dinge. Ja, wahrscheinlich hier die Gummilager, ne? Und auf der anderen Seite. Jo. Das ist es gewesen. Okay. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, ungerade Zahl, 6, 7, 8, 9, okay. Wenn es 9 sein sollen, bitte, Bremsbelege brauche ich 1, 2, 3, 4. Bremsbelege brauche ich 4 mal. So, kann ich gleich alles andere mit Brems kaufen. Bremssattel Typ A1. 2. 2-mal Bremssattel Typ A. Wo bist du? Da. Oh. Was brauchen wir noch? Steckachse HA. 2-mal. Was habe ich? Spurstange, Lenkgetriebe, Spurstangenkopf. Ja. Spurstange zweimal. Spurstangenkopf zweimal. Lenkgetriebe. Das brauche ich noch einmal. Vorderachsträger Typ B. Bremsscheibe innen belüftet 2-mal. Radnamen Deckel 2-mal. innen belüftet 2-mal. Radnabendeckel 2-mal. Querlenker VA unten Typ A. Zweimal. Okay. So, probieren wir es mal, den wieder zusammenzusetzen. Müsste ja jetzt eigentlich funktionieren. Mal sehen, ob ich wirklich alles habe. Okay, die ist noch gut. Die sieht echt so aus, als ob die jenseits von gut und böse ist.
Aber, na gut. Dann sagst du, ist noch gut. Dann ist die noch gut. Ja, schon wieder so eine. Naja, gut. Wir haben nichts gesagt. Damit wird der gute Mann sicherlich bald nochmal kommen, der Herr. Ich glaube, Giesbrecht hieß er, ne? Glaubt nämlich nicht, dass sein Auto so lange da oder seine Bremsen so lange damit halten. Die Lagerboxen. Querlenker. Warum habe ich denn eigentlich noch eine gute unbelüftete Bremsscheibe? Brauchte ich die doch nur einmal? Gucken wir doch mal. Habe ich mich da auch nur absolut verguckt. Ich war schon der Meinung, dass dem so wäre. Warte mal. Habe ich hier drüben eine Koppelstange abgenommen? Hallo? Koppelstange? Hallo? Koppelstange? Nee, da bist du. Wollte ich nur wissen. Querlenker. Aus irgendeinem Grund habe ich noch eine übrig, also eine Gummilagerbuchse. Wo brauche ich die noch? Weiß es nicht. Herr Giesbrecht, Sie bekommen ein schönes Auto wieder. So, Bremsscheibe. Okay. Ich eine halbe Bremsscheibe habe, weiß ich allerdings auch nicht. Oh, ich befürchte eine doofe Sache. Eine ganz, ganz doofe Sache. Welcher ist denn das? Welche Gummilagerbuchse ist denn das? Ich kaufe einfach noch Bremssattel Typ A und eine Gummilagerbuchse. Weil sonst muss ich es irgendwo anders wieder abbauen. Habe ich halt einen in Reserve. Also kann man sich angucken, wo was ist. Okay. Das ist tatsächlich beides hier vorne. Dann kann ich das jetzt wieder hier ansetzen. Zack, zack, zack. Doch hier gibt es was Neues. Ich glaube, dass ich mit diesem Auftrag genügend Geld verdiene. Da brauche ich nicht so genau drauf achten. So. 5000 nämlich. So, Auftrag beenden.
Und noch eine Kiste, die gucken wir uns noch gemeinsam an, Freunde. Und danach verabschiede ich mich. Keine Schatzkarte dabei, Scheunenkarte dabei. Ist das ein Lenkrad? Kupplungsscheibe, okay. Zündspule und Abgaskrümmer. Sehr schön. Tuning-Teil sogar hier. Perfekt. Also, das hier verkaufe ich. Nichts wert, oder? Hier, doch, die. Zück, weg. Gib Geld. Alles klärchen. Und ich kann das Tablet freischalten. Das machen wir nochmal eben. Kann ich nämlich auch hier Sachen einkaufen. Perfekt. Okay, Freunde, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Ich verabschiede mich ganz schnell. Like das Video, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Teilt das Video auch gerne, zeigt es euren Freunden. Ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Car Mechanic Simulator 2018. Bis dahin, ciao.